So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von The Randspot Fever hier auf meinem wunderbaren, wunderschönen, tollen Kanal, so schön wie ich es bin. Hahaha, ich weiß, aber es ist gut. So, wir wollten ja, unser Plan war ja jetzt hier so ein bisschen Scheiße die Leute zu locken und Scheiße zu fahren, damit sie uns ja ihr Geld da lassen. Wir werden jetzt einen kleinen Zug bauen. Wir werden aber nach und nach jetzt immer die Bahnhöfe gleich mitbauen. Hier werden wir mal ein Tram-Depot bauen, weil dann könnte man nämlich den Zug, die Tram eben bis hier rausfahren. Das werden wir jetzt alles gleich mitmachen. Busspur, Tramgleise, ja, elektrisch, so, dass das hier nicht mitgeht. Achso, da doch. So. Und dann brauchen wir, was für eine Straße? Was ist denn das für eine Straße hier? Achso, nee. Gucken wir erstmal, was das hier für eine Straße ist. Das ist die Straße, okay. Elektrisch. Brauchen wir hier. Hier runter. Hier hin. So. Ach, wir haben hier einen Bus. Wir verkaufen alle Busse, oder? Oder wir machen das plus so, ja. Dann brauchen wir noch ein Tram-Depot. Ein Tram-Depot, das kostet auch noch ein kleines bisschen. Oh, das, kriegen wir ein Tram-Depot. Am besten machen wir das auch so außerhalb. Trams kaufen. Dann machen wir einmal die Cobra. Die hat 30 Leute zum Transportieren. Reicht für den Anfang. Hoffe ich mal. Linien zuweisen. Hier nach hier. So. Dann kommt Höchstgeschwindigkeitszug. Den wir jetzt einfach wirklich schnurstracks gerade ziehen. Scheiß auf das Geld. So. Dann machen wir nämlich hier die flexible. Dann kommt... nee. Nee, das ist auch falsch. Ich brauche nämlich die andere Seite. So. Und dann machen wir es so verbunden. Dann muss die Stadt hier verbunden werden. Haben wir hier noch, wir haben hier noch keine Fahrzeuge. Das heißt, wir machen hier so ein 50er Depot hin. Außerhalb, damit das nicht ganz so scheiße aussieht. Und ein ja, Haltestelle machen wir. Boah, was machen wir? Wir machen hier nur ein Tram Bus Depot. Obwohl ich natürlich mal den hier ausprobieren würde. Er sieht schon ein kleines bisschen anders aus. Medium Terminals lassen wir mal 4. Man weiß ja nicht, wo wir noch hin wollen. Länge machen wir mal 7, 4, 4 sieht gut aus. Ach, und hier haben wir noch die Tramps Terminal. Aber die haben ja auch kein Dings. Alles klar, machen wir noch Dings dazu. Tram anbinden, 0, so. Dann kommt noch mitten in die Stadt noch ein Bahn, Dings. Hier hinten hin. Kommt noch ein einzelner, Halt. Erstmal.
Machen wir gleich zwei. Straßenfahrzeug kaufen. Holen wir uns einen Bus. Einer reicht hier vollkommen zu. Linien zuweisen. Neue Linie hier nach hier. Nach hier. Passt. Dann kommt der Zug hier noch hier rüber. Obwohl ich hier eigentlich den Dings gerade hin machen wollte, den Bus. Also noch ein Busverkehr hier rüber, aber ach, lass mal's mal. Oder lohnt sich das? Das lohnt sich eigentlich hier keinen Zug zu machen. Das lohnt sich einfach nicht. Warum bauen wir jetzt einen Zug hin? So. Was hier wohnt nirgendwo einer. Da hinten. Das bedeutet, wir müssen hier einen Halt hin machen. Und hier. Das dürfte erstmal reichen. Holen uns noch einen Bus. Die Linie zuweisen. Neue Linie. Von da nach da. Dann brauch, ach, wir wollten ja hier. Eieieiei, das wird ja was. Dann brauchen wir ein Schiffdepot. Dann holen wir uns den Graf Zeppelin. Ne, holen wir uns zwei davon. Die kommen auf die neue Linie von hier nach hier. Dann brauchen wir nämlich die Brücke nämlich nicht neu bauen. Oder doch? Scheiße. Liegt das vielleicht auch hier hinten? Wir haben, nee, wir haben hier hinten keine Brücke mehr. Hier können sie ja durchfahren. Also es ist wirklich hier unbefahrbares Wasser. Gut zu wissen. So. Dann müssen wir das ja auch noch kurz umbauen. Ist natürlich scheiße. Aber was muss, das muss. So. Und wie machen wir das jetzt? Um am besten hier hinten so lang. So, dann machen wir das gerade. So, verbunden. Nice. So. Dann können die Schiffe rumfahren, dann haben wir das. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Zug. Ja, wir brauchen noch einen Zug. Zug, 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 Zug. Brauchen wir noch ein paar Dings hier. Es wird ja die einzige Bahnstrecke sein, die hoffentlich hier langlaufen soll. Und da holen wir uns. Was holen wir uns denn hier? Ein Triebwagen, aber noch nie großartig. Wir holen uns einen Pendelzug hier. Ganz simpel, ganz einfach. Wenn wir genug Geld hätten. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis wir 13 Millionen haben. Das kann eine Ewigkeit dauern, gefühlt. Und weil ich die Zahlen nämlich nicht richtig sehe, muss ich das jetzt aufmachen, so.
Weil bei mir eben dieses ganze Jo, du nimmst auf und Scheiße, zu spät. Da hat man sogar 17 gehabt. Ich könnte natürlich auch die ganze Zeit auf Kaufen gehen. Ah, da mal. Aha, das ging gut. Das war nicht schlecht so. Und dann können wir jetzt unsere Zugverbindung machen, die hier hingeht. Hier hingeht. Hier hingeht. Und hier hingeht. So. Unser Zug fährt. Super, duper. Hier ist sogar der Tunnel ausgebaut. War das schon immer ausgebaut? Naja. 300 durfte er fahren. Schafft er vielleicht nicht, weiß ich jetzt nicht. Bin nach Wittmar fährt er jetzt. Schön und gut. Da haben wir jetzt in diesem Part, oh, haben wir was geschafft, würde ich sagen. Vor allem neuartiger Bahnhof. Wir machen erstmal alte Gleise rein. Ich glaube 130 wirklich seine Höchstgeschwindigkeit. Bremsen tut doch richtig gut. Bö, bö. So. Die Steine machen ihn richtig kaputt. Alter. So, aber es ist natürlich nichts los hier. Alter, das wird doch eh richtig mal auf den Sack gehen. So, Linie 16. Da warten sogar schon welche. Nice. Und zum Flughafen Dings warten auch ein Haufen. Was, wollen hier welche fliegen? Nein. Naja, nicht gerade viel, aber... Es wollen ein paar. Die Busse sind richtig dreckig. Naja gut, Leute, da war es das auch mit diesem Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt nur noch wenn ich einen Daumen runter schreibt mir in die Kommentare, und natürlich mehr davon sehen wollt ihr auch nicht. Dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao.